Die Auswirkungen der europäischen Migrationspolitik und des Europäisierungsprozesses der Migrationspolitik auf das heutige Einwanderungsland Deutschland sind grundlegend in zweierlei Hinsicht. Einerseits durch die Ermöglichung der Freizügigkeit zwischen EG-Staatsangehörigen, später EU-Staatsangehörigen innerhalb Europas ist ein Migrationsraum geschaffen worden, der auch fleißig genutzt wurde. Insbesondere seit den Anwerbestopps für Italienerinnen und Italiener, später auch der neuen zugekommenen Spanier und Griechen, die eben von Anwerbestopps vorher betroffen waren, des Anwerbestopps 1973, und die dadurch eben die Möglichkeit bekamen, wieder nach Deutschland zu kommen oder auch zwischen den Ländern zu migrieren. Daneben ist das zweite Moment der europäischen Migrationspolitik, die Schaffung eines grenzkontrollfreien Raumes, des Schengen-Raumes, elementar, dass eine gemeinsame europäische Migrationspolitik fördert, auch wenn das bisher eine Frage der Nationalstaaten ist, und auch dadurch die Mobilität innerhalb Europas, auch der erweiterten Europäischen Union, stark gefördert wurde. Das heißt, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ist auch dadurch Migration stärker gerahmt worden.